Jo, da bin ich wieder und ich habe jetzt gerade mal gesehen, na, guck mal, was hier ist. Ein Stachelwerfer mit Sprengfeuer und Durchbohr. Würde sagen, dann tun wir den nochmal ausrüsten. Dann brauche ich nur noch eine Sprengschleuder. Hat dir nicht eine Sprengschleuder angeboten? Muss ich mal gucken. Zeig mir deine Medaille. Dann. Ah, Aloy, willkommen. Ah, da brauche ich aber 54 Jagdmedaillen aus dem Jagdgebiet. Okay. Sowas habe ich nicht. Ich habe keine Jagd. Aber. Verdien mehr Medaillen und du wirst reich belohnt. Ich muss jetzt weiter. Natürlich. Viel Glück. Aber warum? Ich will das. Ach ja, Outfits. Ich wollte doch die. Will das wieder anhaben. So. Aha. Jetzt noch einmal kurz kontrollieren. Ist wieder auf normal. Perfekt. Wie gesagt, die Arena war halt einfach zu leicht im Story-Modus. Du bist so weit gekommen. Lass unsere Klingen gemeinsam. Hier kannst du deine Klingen. Hey, Karo, Streiterin. Du darfst passieren, wenn ich gerade Wachdienst. Speichern wir einfach mal wieder. Nein, kein neuer Spielstand. Ich möchte gerne den überschreiben. So, was machen wir jetzt? Glimmerwinkel. Finde die Ursprünge des der Ornamente. Ja, würde ich sagen. Vielleicht kann ich da auch die Ornamente, die ich in den Ruinen finde, dort abgeben. Jetzt. Wer weiß das schon? Stehst du denn hier so rum? Ja, was war das denn jetzt? Was eine neue Quest? Da sind mehrere neue Quests. Da ist eine Quest. Da ist eine Quest. Was ist diese Quest? Da Relikte aus Ruin. Aloy, du kommst genau zur rechten Zeit. Hier drüben. Ich kenne dich. Ach, Mordus. Aloy, welch ein großartiger Tag. Großes liegt in der Luft. Oder wird es bald? Großes, hm? Sieh her. Ich nenne es Morlens fantastischer Schwebeballon. Inspiriert von den fliegenden Kugeln der Banuk bei ihren Clankämpfen. Hoch da oben bietet dieses großartige Konstrukt ein Spektakel, wie es noch kein Lebender je gesehen hat. Ohne Last der Schwerkraft lockt dieses schwebende Leuchtfeuer Leute von nah und fern zu unserem Schauplatz der Wunder und Vergnügen. Aber uns fehlt noch ein wichtiges Teil. Ein mechanischer Brenner. Klein. Fantastisches Design. Allerhöchste Ingenieurskunst der alten Welt. Wir haben ihn gefunden, als wir tief unten weitere Ruinen öffneten und Statuen geflügelter Schlangen entdeckten.
Eine solche Statue hatte den Brenner im Maul. Zweifellos Teil eines antiken Feuerspektakels. Oh, Aloy. Er ist perfekt für den Ballon. Aber ein Schwarm Gräber verjagte uns, bevor ich ihn beschnappen konnte. Könntest du ihn holen, bitte? Okay, Mollen, du hast mich. Ich bin neugierig. Ich hole ihn für dich. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Okay, okay. Geh dahin, wo wir den Flutschlitzer bekämpft haben, nachdem du das Wasser abgelassen hast. Wenn du unten bist, geh nach rechts und such einen Seitenraum. Die besagte Statue ist hoch oben, bedrohlich wie ein Albtraum. Oh, und wenn du lieber sanfter in die Ruinen absteigen willst, nimm den Aufzug. Geh zurück ins Gebäude und dann nach oben. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Fantastisch, danke. Ich warte auf deine Rückkehr. Ja. Ich hab vorhin Maschinenreiter gesehen. Ich sag's dir, schmeiß keine guten Scherben nach schlecht. Ach, Rotschopf. Genau die richtige. Du kennst die? Dann sag ihr, dass sie keinesfalls dort rausgehen soll. Der soll mir sagen, was er weiß, bevor ich ihm eine knalle. Oha, immer langsam, Della. Was ist denn los? Es geht um meine Schwester, Uma. Sie ist in die Wüste gerannt. Wir hatten Streit. Ich wollte es am Morgen mit ihr besprechen, wenn wir uns wieder beruhigt haben. Als ich aufwachte, war sie weg. Und nur die Brillenschlange hier hat gesehen, wie sie ging. Aber er will mir nicht sagen, in welche Richtung sie gegangen ist. Du kannst nicht einfach in die Wüste rennen. Du verläufst dich. Und wenn der Durst dich nicht kriegt, dann der verschwindende Schrecken. Weißt du, was mit den letzten Stöberern passiert ist? Nein, weißt du nicht. Niemand weiß das, weil sie nicht zurückgekehrt sind. Was ist mit meiner Schwester? Sie ist ganz allein da draußen. Vielleicht ist sie versunken. Ich frag dich, Rotschopf. Hilf mir, sie zu finden. Was ist der verschwindende Schrecken? So nennt Stamor die Maschine, die über die Dünen wandert. Manchmal sieht man einen verschwommenen Metallkoloss in der Ferne. Rührt sich stundenlang nicht. Und wenn man das nächste Mal schaut, weg. Als ob er nie da war. Doch was für eine Maschine ist es? Keine Ahnung. Niemand ist je nah genug rangekommen. Einige Stöberer sind mal rausgegangen, haben aber nur Sanddünen gefunden. Mir ist egal, was es ist. Es wird mich nicht davon abhalten, meine Schwester zu finden. Okay. Bei diesem Streit mit Boomer, worum ging es da? Es ging wie immer um Funken und Geknalle. Ich habe sie dabei erwischt, wie sie einen meiner Prototypen explosiv machen wollte. Genau wie immer. Als ich sie daran erinnert habe, dass sie das letzte Mal fast das Haus abgebrannt hätte, zuckte sie einfach nur die Achseln. Dann haben wir darüber diskutiert, warum wir Kettenkatz verlassen und herziehen mussten. Und darüber, warum bei der Schmiede sie alles in die Luft jagen muss. Und was hat Boomer gesagt? Das ist es ja. Sie hat gar nichts gesagt. Hat da gesessen und mich ignoriert. Nicht mal als ich ins Bett bin, hat sie was gesagt. Aber als ich heute Morgen aufwachte, war sie einfach weg. Das hat sie noch nie gemacht. Wie ich sie kenne, ist sie da draußen in Schwierigkeiten geraten. Deshalb muss ich sie finden. Wieso seid ihr zwei in den Westen gezogen? Ah, das. Es gab einen Unfall in Kettenkratz. Ah ja. Einen explosiven Unfall? Naja, du kennst Boomer ja. Wir haben unsere Werkzeuge geschnappt und sind los. Wir haben uns einer Karawane angeschlossen, die in den Westen zog, nachdem der Weg freigemacht wurde. Aber warum kamt ihr hierher? Ihr könntet überall hin. Ich kann nicht nach Anrecht zurück. Und überall sonst ist es mir zu voll. Hier draußen gibt es immerhin nicht so viel Kollateralschaden. Außerdem wird dieser Ort in Zukunft bestimmt beliebt, oder? Dad hat immer gesagt, sei lieber zu früh. Wenn du mich bestechen willst.
Ich nehme nur Scherben im Voraus. Kein Kredit. Vielleicht sind wir viel zu früh. Wenn Boomer sich in der Wüste verlaufen hat, finde ich sie vielleicht. Ich komme mit. Es ist sowieso meine Schuld. Aber... Wo sahst du sie zuletzt? Wenn du mit ihr gehst, hast du eine bessere Überlebenschance. Ich glaube, sie ist zu den Metallbögen im Osten gegangen. Dann werden wir da anfangen. Los geht's. Die andere Quest können wir ja später machen. Die andere Quest ist da oben. So, man sollte aber auch die Quest aktivieren, ne? Achso, da ist eine Ausgabe. Achso. So. Aktivieren wir mal die Quest und dann gehen wir mal dahin. Ich glaube einfach nicht, dass Boomer sowas macht. Weißt du, warum sie zu den Bögen gehen würde? Vermutlich nur, um so weit wie möglich von mir wegzukommen. Oh, sie hat was gesehen. Im Streit habe ich sie angefangen. Sachen gesagt, die man nicht sagt. Jeder macht mal Fehler. Weißt du, im Anrecht hat sie uns immer in Schwierigkeiten gebracht. Red hat immer gesagt, ich müsse auf sie aufpassen. Wir finden sie, Della. Fahle Schmiede. Das hoffe ich. Siehst du die Metallkurven, die aus dem Sand kommen? Ja. Das sind die Bögen. 35. Im Sand steckt etwas Schrott. Vielleicht von den Bögen. Ist das Boomers Werk? Aber keine Boomer. Ich suche nach Spuren. Ich sollte was anderes nehmen als Feuer. Achso, jetzt. Spuren. Sie führen wohl hinaus in die Wüste. Was hast du dir gedacht, Boomer? Hast du Geschwister, Rotschopf? Nein. Du hast Glück. Aber... manchmal macht sie mich wahnsinnig. Und manchmal, meistens, weiß ich nicht mal, was in ihrem Kopf vor sich geht. Aber ich hab doch nur sie. Hoffentlich finden wir sie. Werden wir. Die Spuren enden hier. Aber anscheinend hat Boomer Fallen aufgestellt. Überall Sprengstoff zu verteilen klingt auf jeden Fall nach ihr. Aber wo ist sie? Wenn wir die Maschinen loswerden, finden wir es vielleicht heraus. Schwach gegen Säure. Ach, sind schon ein paar Maschinen. Wir sind alle schwach gegen... Ah, habe ich gar nicht mehr. Mache ich das denn? Ah, aber ich habe ja den hier. Das war's für dich.
Die Maschine hakt. In den Ruinen nach. Vielleicht finden wir raus, wo sie ist. Ein kleines Lager. Oh nein. Ich kenne diesen Hammer. Das ist Boomers Lieblingshammer. Wenn sie ihn verliert, macht sie immer einen riesen Aufstand. Sie würde ihn nie liegen lassen. Vielleicht musste sie wegrennen, als die Maschinen kamen. Oder noch Schlimmeres? Hey, das wissen wir nicht. Sehen wir uns mal um. Vielleicht hat sie noch eine Spur gelegt. Halte durch, Boomer. Wir kommen. So. Sie ist wohl zu den Hügeln gegangen. Na dann los! Ach, war ein Stein. Auf der Klippe liegt eine Art Wrack. Wie ist Boma darauf gekommen? Ah, eine kaputte Leiter. Sie muss unter Boomas Gewicht zerbrochen sein. Und wie kommen wir jetzt darauf? Klettern. Hier lang. Gut. Also rauf auf diesen Fels. Ja. Was war das hier? Weiß nicht. Sieht aber verlassen aus. Ein Unterschlupf. Und irgendein Gerät. Gehört es Boomer? Anscheinend wurden Bauteile entfernt. Sie wollte hier oben daran rumbasteln, nachdem Maschinen in ihr Lager bei der Ruine gekommen sind. Aber wohin ist sie dann gegangen? Das Wrack da unten sieht gut aus. So wie ich Buma kenne, kann sie einem glänzenden Schrotthaufen nicht widerstehen. Komm, schauen wir uns das da unten mal an. Mal. Am Fuß des Wracks. Werkzeuge. Sie hat noch etwas zum Basteln gefunden. Sehen wir uns das mal näher an. Sie hat hier an etwas gearbeitet. Aber wo? Boomer? Muss fertig werden. Boomer! Was machst du da? Boomer, was hast du getan? Das ist doch jetzt egal. Da kommen sie. Siehst du, Boomer? Genau deswegen.
fest unterwegs! Treffer, Boomer! Hey, genau! Ich bin tot. Ich habe vergessen, mich zu heilen. Oh Mann, ey. Da kommen sie! Siehst du, Boomer? Genau deshalb sage ich immer, lauf nicht weg! Geschafft! Was hast du dir gedacht? Die Maschinen hätten dich umbringen können. Frequentier, okay. Boomer. Explosionsscheiben, okay. Boomer! Ich glaube, Boomer ist ein bisschen Boomer im Kopf. Hey, Boomer? Ja? Deine Schwester hat sich Sorgen um dich gemacht. Hör zu. Du bist bestimmt immer noch wütend, aber du kannst nicht so einfach in die Wüste laufen. Ich bin nicht gelaufen. Und ich bin nicht wütend. Bist du nicht? Nein. Warum sollte ich? Wegen unserem Streit, weil du weggelaufen bist. Bin ich nicht. Du hast mich verlassen! Würde ich nie tun, du bist meine Schwester. Ich hatte eine Idee, also wollte ich Teile suchen. Siehst du? Eine Waffe. Hier kommt nur die Ladung rein. Das Geheimnis sind die Sprengscheiben. Schieß eine auf eine Maschine und boom, peng. Und dann kommt sie zurück, bis du sie oft genug schießt. Und dann macht sie boom. Also, das hoffe ich. Gerade kommt sie noch nicht zurück. Lass mal sehen. Der Stift ist locker. Deshalb... Wickel etwas Kabel hier drum. Fertig. Rotschopf, probier's mal. Nein, warte. Nimm die große Maschine. Hier lang. Und weg ist sie. Bist du nicht wegen unserem Streit weggelaufen? Nein. Aber du hast mir gar nichts gesagt. Du hast geschlafen. Warum hast du mich nicht geweckt? Du wolltest erst am nächsten Tag darüber reden. Naja, ja, aber ich meinte... Ich meinte das nicht wörtlich. Okay. Wie bist du in die alte Ruine gekommen? Hab sie gesehen, als wir aus nirgendwo weg sind. Und du hast dir den Weg gemerkt? Ja. Yep. Hinter welcher großen Maschine sind wir her? Wart's ab. Das kann doch nichts werden, oder? Da unten ist sie. Oh, ist doch wieder ein Panzerschnapper, oder wie die hast. Hier ist aber nichts. Pass auf!
Wir bleiben hier oben, Botschaft. Zeig ihm, was in dir steckt. Das muss Bumba! Hat sie mir eigentlich die Waffe schon gegeben? Nö, ne? Ne, sieht nicht danach aus. Okay. Die Waffe habe ich von ihr nicht gekriegt. Werfer? Ich hab hier keinen Werfer. Ach doch, da. Wow, der Hexlandschuh. Hab ich automatisch ausgerüstet. Das war spitze, ja. Aber. Ich muss mir einmal ein bisschen setzen. So. Explodierende Funken, fliegendes Metall. Baboom! Na. Alles okay? Seit wir aus dem Anrecht weg sind, dachte ich. Die ganze Zeit, wenn sie mit dem Sprengstoff aufhört, wird alles besser. Und nach eurem Streit dachtest du, du wärst zu streng mit ihr gewesen. Damit habe ich auch daneben gelegen. Sie sieht die Welt anders als ich. Ich sehe ein Problem. Sie sieht eine Lösung dafür. Ich schätze, das ist okay. Ohne dich hätte ich sie nicht zurück. Sie hat Glück, dass sie dich hat. Was die Waffe angeht... Behalt sie. Als Dankeschön. Wollen wir heimgehen? Ich glaube, ich hatte gerade eine Idee für einen neuen Prototyp. Einen Explosiven? Aber klar. Ja! Mach's gut! Ja, ich weiß, ich habe ungenutzte Spulen und Gewebe. Level 36. 41 Fertigkeitspunkte jetzt mittlerweile. Da hinten ist ein Steinbrecher. Ich wette, dass sie hier sind. Um sie loszuwerden, sollte ich am besten den Anführer erledigen. Nee, aber nicht mehr heute. Vor allem müsste ich die besiegen, damit ich das Lagerfeuer kriege, ne? Planänderung.
ein Zeichen vom Feind? Das muss der Anführer wow. des Außenpostens sein. Du bist nicht so unauffällig, wie du glaubst. Alarm! Sie ist im Frost gefangen. Aber ich muss dich mal ganz kurz... So. Mit Schockmunition ist die Maschine schnell erledigt. Wo lag der Anführer nochmal? Schlüssel. Ich sollte nachsehen, ob hier irgendwas mit einem Schloss ist. Ob der Schlüssel diese Truhe öffnet? Na, wie ich gedacht habe. Luca wird sie sehen wollen. So. Dann würde ich einfach mal behaupten, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.